Ich muss gleich sagen, dass ich trotz dieses Anlasses, wo mich das ja heute nicht von dieser Vortrag stattfindet, noch ein Fellow- und Semesterbegrüßung stattfinden, ich es nicht geschafft habe, einen Login oder auch irgendwie Floppen-Vortrag zusammenzustellen. Und möchte euch schon vorab bitten, die Schwierigkeit der folgenden Ausführungen zu entschuldigen. Eine Passage habe ich allerdings, in der man mit einem guten Willen eine Pointe erkennen könnte, und die kommt jetzt. Ich glaube, von Adorno bis Zizek gibt es dafür einige gute Referenzen, dass Ideologien und nichts anderes sind ja Naturalisierungen, um die es in meinem Vortrag gehen wird, die ihre Kraft nur daraus schöpfen, dass alle wirklich an sie glauben. Ihnen wird Referenz erwiesen, sie werden sozusagen hofiert und heranzitiert, sie bestimmen aber immer nur einen gewissen Rahmen, die Praxis, die gleichzeitig oft nur deshalb reibungslos abläuft, weil das stillschweigende Einverständnis herrscht, sie nicht gänzlich und nicht immer ernst zu nehmen. Wer das tut, wird als Idiot im Wortsinn angesehen, als einer, der nicht verstanden, wie die Gesellschaft funktioniert. In dieser Rolle bin ich heute kokettieren. Das war sozusagen der Und zwar indem ich die Naturalisierung mit der ersten Dinge tun, die ich denke, zumindest in einigen Strängen der Medientheorie in Anführungen aufhalten kann. Dass diese Naturalisierung die, wenn man so will, praktische Medienwissenschaft oder gar die Mediengeschichte höchstens mit und sicher nicht einmal dort durchgehend bestimmen, wo sie in jedem zweiten Absatz zitiert werden, ist mir klar. Ich will das aber heute ignorieren. Das Ziel dieses potenziell selbstschädigenden Manövers ist es nicht zu zeigen, was auf der Basis dieser Naturalisierung gemacht wurde, denn ebenso funktionieren Naturalisierungen nicht, sondern darauf hinzudeuten, was es konkret gerät, wenn man allzu stark an ihnen festhält, denn so funktionieren sie schon eher. Ich spreche unter dem leicht veränderten Titel Emanation, Umkehrung, Ausstreichen, die Naturalisierungen in Technik- und Medientheorie. Das Thema erscheint auf den ersten Blick obsolet. Schließlich wurde in medienwissenschaftlichen Untersuchungen gerade an der Auflösung historischer oder eben quasi natürliche Grundvorstellungen gearbeitet. Der Blick wird auf die technische Bedingtheit und Kontingenz von Subjekt, Gesellschaft, Kultur oder eben auch von Naturbegriffen gelenkt. Die Medienwissenschaft bewegt sich damit innerhalb des Rahmens und in einigen Gegenstandsbereichen zweifellos an der Spitze einer Kulturwissenschaft, welche die Denaturalisierung des vorgeblich Natürlichen vorantreibt. Vorstellungen vom schlechten Natürlichen, seien sie nun solche natürliche Gesellschaften, von ahistorisch souveränen Subjekten oder eben von der Natur, und zwar noch bis hin zur Natur im Sinne einer gegebenen basalen Physis, erscheinen hier nicht als unhintergehbare Voraussetzungen, sondern als Gegenstand und werden erst so hinsichtlich der Bedingtheit und Kontingenz befragbar. Auch auf der Ebene der Medientheorie, also dort, wo weniger nach den konkreten Implikationen unterschiedlicher Medientechniken gefragt, sondern um die adäquate Formulierung von Medialität gerungen wird, scheint der Begriff der Natur nur noch insofern eine Rolle zu spielen, als einer solchen Formulierung entgegensteht. Vor allem innerhalb der Medienökologie, also der spätestens mit Marshall McLuhan Einsatz und Tradition in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen hat, wehren sich die Stimmen, die nicht bloß fordern, bestimmte Naturvorstellungen über den Nachweis ihres medientechnischen A priori zu dekonstruieren, also sie als historisch kontingent und sozial bzw. kulturell produziert auszuweisen, sondern schlechterdings die Natur auszustreichen und damit die Dualität selbst. Schon in seinem Parlament der Dinge von 1999, dessen Originaltitel übrigens Politik der Natur lautet, hat Bruno Latour die ersatzlose Abkehr vom Naturbegriff gefordert. Timothy Norton spricht seit Mitte der Nullerjahre von einer Ökologie ohne Natur und Jean Luc Nancy hat in seinem Text zur Struktion zu zeigen versucht, dass erst die Technik der Natur ihren Sinn gibt, sie auf eben diesem Weg aber gleichzeitig konstruiert und zerstört und dass es sich demnach verbietet, wirklich von der Natur zu sprechen. Mit Erich, der die jüngere Geschichte dieser Bewegungen untersucht und die von ihr eben gegebenen Beispiele zusammengetragen hat, kann man daher sagen, dass der Begriff der Ökologie bereits seit einiger Zeit zunehmend denaturalisiert wird. So unterschiedlich die von der Medienökologie auf- oder selbst vorgenommenen Versuche der Ökologie jenseits der Natur zu denken im Einzelnen sein mögen, sie eint, dass sie sich gerade nicht zwanglos der eben skizzierten medienwissenschaftlichen Praxis fügen. Sie versuchen zumindest zunächst nicht, das Natürliche seiner Natürlichkeit zu entgleisen, indem sie seine Bedingtheit durch das Technische oder auch das Kulturelle oder Gesellschaftliche betonen, sondern gehen vielmehr daran, den hinter einer solchen Vorgehensweise waltenden Dualismus selbst überkommen zu wollen. Nicht eine Seite davon, Naturalisierung oder Kulturalisierung, Substanz oder Symbol, Subjekt oder Objekt bzw. Umgebung, denn das ganze Modell steht in Frage. An die
Anstelle dieses Modells tritt eine andere Form von Relation bzw. Verhältnis. In der eben erwähnten Passage seines Parlaments der Dinge erkennt Latour im Begriffswort Naturgesellschaft die grundliche Bemühung, die bislang auf verschiedene Weisen modelliert worden sei. Er nennt die Modi Loslösung, Eroberung, Spiegel, Dialektik, Kräfteverhältnis. All diese Verhältnisse würden die Dichotomie in Kraft lassen. Der Ausweg aus solchen Denkstrukturen liegt nun in der Ersetzung des gesamten Modells, die Latour durch den Begriff des Kollektivs zu leisten versucht. In diesem werden alle denkbaren Relationen nicht mehr zwischen dem einen und dem anderen aufgespannt, sondern als Innerkollektive zu verstehen. Auf diese Weise seien sie vom Dualismus emanzipiert und erst so nicht mehr durch eine ihnen vorgängige Konstellation bestimmt. Ich denke, dass demnach gerade die Ausstreichung der Natur hier die Voraussetzung dafür bildet, von reinen und damit vorgängigen Relationen zu sprechen und dass es genau dieser Punkt ist, der in der Medienökologie nicht mehr interessiert, und auch hier möchte ich nochmal auf Erich verweisen, der dieses Interesse etwa in seinem Aufsatz zur Ökologisierung des Denkens von 2016 so anschaulich dargestellt hat, sondern der zudem recht passgenau in ihre Theoriegeschichte einrastet. Ich möchte die Frage, wie sich dieses Denken innerhalb der neueren Medienökologie zeigt, nun für einen Moment zurückstellen und eine historische Rückschau einschieben, um eine Behauptung von der Einrastung solchen Denkens in eine gerade an diesem Punkt zur aufnahmefreudige Theoriegeschichte zu stützen. Gerade in Versuchung, die sogenannte Grunddichotomie von Natur und Gesellschaft zu überkommen, und diese Versuche stehen, so die These schon am Beginn der Geschichte eines Denkens, dessen kleinster gemeinsamer Nenner nach Jens Schulte und Thiel Heilmann darin liegt, in der Technik bzw. der Medientechnik etwas Autonomes zu sehen. Gerade in diesen Versuchen also öffnen sich Technik und Medientheorie in einer Denktradition, deren Wurzeln zumindest auch in der Naturwissenschaft bzw. der Naturphilosophie zu suchen sind. Die Abgrenzungen von Naturvorstellungen, deren Annahme eine Dualität bedienen, treffen sich hier mit einer Nähe zu Konzepten, in denen das Natürliche so weit entgrenzt wird, dass sich die Annahme einer Dichotomie gerade verbietet und durch radikal vorgängige Relationen oder Verhältnisse besetzt werden kann. Ich habe die Rückschau, die den Hauptteil meines Vortrags bilden wird, in drei Figuren gruppiert, von denen ich glaube, dass sie helfen können, unterschiedliche historische Formen augenscheinlich werden zu lassen. Ein Blick auf Ernst Kapp soll zeigen, dass einerseits schon hier Naturbegriffe, wie sie etwa die Verhältnisse der Instrumentalität oder der Dialektik, aber auch solch triviale Verhältnisse wie die Analogie implizieren, zurückgewiesen werden. Und dass Kapp andererseits auf eine bestimmte Naturanschauung zurückgreift, um die bei ihm zentrale Relatio in Natura herzuleiten, die im Wesentlichen in der Figur der Emanation, man könnte auch sagen des Wachstums, besteht. In einem weiteren Abschnitt will ich die Figur der Umkehrung in den Fokus stellen, mithilfe der in der Zwischenkriegszeit Natur von einem vermeintlichen Gegensatz von Technik zu deren Folge, allerdings zu einer zwangsläufig aus dieser Technik herausgesetzten Folge wird. Schließlich werde ich auf die eingangs bereits angedeutete Figur der Ausstreichung der Natur in rezenten Medientheorien zurückkommen. Und zuletzt möchte ich ein paar Worte darüber verlieren, wie man die Rede von technischen Verhältnissen festhalten könnte, die ja unleugbar etwas trifft, was einem Stehenbleiben an jeweils konkreten Techniken oder Medientechniken verschlossen bleibt, ohne dabei allerdings diesen Verhältnissen den eben angesprochenen Status eines im starken und gleichsam ausschließlichen Sinn Gegebenen zu verleihen. Ich beginne mit der ersten Figur, der Emanation bzw. dem Wachstum, und beziehe mich hierbei auf den so stark rezipierten und jüngst zweimal neu herausgegebenen Grundlagentext von Kapp. Die Bedeutung seiner Grundlinien einer Philosophie der Technik von 1877 spiegelt schon der Titel wider. Was auch immer, wie in diesem Fall eben die Technik, für eine Philosophie namensgebend wird, kann nicht mehr als Mittel, Folge oder Produkt, sondern muss als Grund bzw. als bedingendes Moment angesehen werden. Diese so grundlegende Aufwertung geht hier einerseits mit der Abkehr von bestimmten Naturvorstellungen einher, fußt aber andererseits auf einem neuen. Es ist demnach eine doppelte Bewegung zu konstatieren, sozusagen ein gleichzeitiges Weg von und hin zu der Natur. Die auf der Ebene des Arguments nachweisbare Frontstellung gegen vermeintlich überkommene Naturvorstellungen wird durch die sehr vorsichtige Rhetorik eher verschleiert als unterstützt. Ich will sie daher hier etwas ausführlicher darlegen. Bereits in der Einleitung seines Buchs ist Kapp daran gelegen, deutlich zu machen, dass er, Zitat, der Berechtigung einer mechanistischen Anschauung der Dinge nirgends zu nahe getreten sei, Zitat Ende. Diese mechanistische Anschauung beruht für Kapp auf einer Trennung zwischen dem, Zitat, Bereich, innerhalb dessen sich der geschichtliche Mensch bewegt, Zitat Ende, und dem lebendigen, natürlichen und organischen. Zitat,
Der Organismus ist wie die gesamte Welt Natura ein Werdendes, der Mechanismus ist das gemachte Fertige. Dort ist Entwicklung und Leben, hier Komposition und Lebloses. So klar diese Scheidung erscheinen mag, sie schließt gerade nicht, wie Kapp hier vorgibt, am klassischen Mechanismus an. Die dem kartesianischen Mechanismus implizite Auffassung auch der lebendigen Natur als Res extensa und damit als Mittel zum Zweck, den der Geist allein setzt, Georges Canguilhem spricht in diesem Zusammenhang von der Mechanisierung des Lebens, wird von Kapp gerade nicht mitgetragen. Er findet seinen anthropologischen Maßstab nicht, wie er bereits auf den ersten Seiten schreibt, in der Psyche, sondern im ganzen Menschen. Zum ganzen Menschen aber gehört, daran lässt die nachfolgende Argumentation keinen Zweifel, die Technik wie die Natur. Der dualistische Mechanismus und die mit ihm verbundene Naturvorstellung ist bei Kapp also schon dort ausgehebelt, wo er sich ihm noch explizit verschreibt. Ähnliches wie für den Mechanismus gilt für die Dialektik, der schon durch seine Ausbildung bei Karl Ritter als Hegelianer geltende Kapp durch den expliziten Ausspruch zu verschreiben vorgibt, die Technik als, Zitat, Bedingung seiner des Menschen Entwicklung zum Selbstbewusstsein, Zitat Ende, zu deuten. Auch hier fehlt mit dem dazugehörigen Naturbegriff der Boden, der Kapps streckenweise dialektisch anmutende Argumentation tatsächlich zu einer solchen machen würde. Wie Benoît Dimamont nachgewiesen hat, sucht man bei Kapp vergeblich nach einem Hinweis auf eine widerständige Natur. Eine dialektische Bewegung würde aber nicht nur eine einfache Trennung zwischen Natur und Bewusstsein voraussetzen, wie sie der Mechanismus annimmt. Als auf den Prozess des tätigen Umgangs mit Natur fokussierte, müsste sie eine dem arbeitenden Bewusstsein Widerstände entgegensetzende Natur annehmen, um die Entwicklung des Selbstbewusstseins aus der Auseinandersetzung mit diesen Widerständen herleiten zu können. Man kann ja auch an Foucaults Beschreibung der grundlegend geizigen Natur in der modernen Episteme denken, einer Natur also, die die Lebensmittel zurückhält und nur gegen viel und tendenziell gegen immer mehr Arbeit herausrückt. Kapps Theorie setzt demgegenüber auf eine Selbstbewusstwerdung, die weniger die des Menschen durch seinen Umgang mit widerständiger Natur, sondern eher diejenige der Natur durch ihre Emanationen Mensch und Technik ist. Mit der schon von Hans Blumenberg kritisierten Aussage Kapps, dass sich Bewusstwerden des Subjekts verlaufe über die Technik und diese Gründe wiederum in einer unbewussten körperlich-organischen Entwicklung, wird die Entstehung des Bewusstseins mittelbar einem natürlichen Prozess unterstellt. Es ist das Organ und damit die Natur, die Technik, das Bewusstsein von der Technik und damit von sich selbst produziert, und zwar ohne dabei an irgendeinem Punkt auf Widerstände zu treffen. Sowohl Mechanismus als auch Dialektik reichen demnach nicht auf den Grund der Argumentation, auch wenn Kapp diese Modelle immer wieder und durchaus nicht nur im Sinne kritischer Absetzung erwähnt. Bedeutung für seine zentrale These können sie nicht erlangen, weil sie Naturvorstellungen voraussetzen, die Kapp nicht teilt und die zu seiner Technikphilosophie querstehen. Dass dieser angemessene Konzept von Natur holt sich Kapp vielmehr aus einer anderen, zu seiner Zeit so aktuellen wie populären Tradition, dem neuen Monismus. Vom Mediziner Rudolf Virchow über den Biologen und Begründer des modernen Begriffs der Ökologie, Ernst Haeckel, bis hin zu dem Nationalökonomen und Soziologen Albert Schäffle werden einige der wichtigsten Vertreter dieser Denkschule schon auf den ersten Seiten genannt und Konzepte wie die organische Entwicklungstheorie oder das biogenetische Grundgesetz aufgegriffen. Die Zeitgenossen haben diese Hinweise übrigens sehr genau verstanden. René Worms etwa ordnet Kapps Technikphilosophie ohne Vorbehalt der organizistischen, stark auf den naturwissenschaftlichen Monismus rekurrierenden Sozialwissenschaft zu. Auch wenn der mit diesem Namen und Begriffen umrissene neue Monismus keineswegs konturscharf zu beschreiben ist, lässt er sich doch als Denken begreifen, in dessen Zentrum eine neue Form von Relation steht. Es handelt sich um ein Denken, das die Relation so stark zu emanzipieren versucht, dass es sie von allen Haltepunkten löst, die sie an das binden könnten, was sie zueinander ins Verhältnis setzt. Damit unterscheidet sich dieses Denken nicht nur von mechanistischen oder dialektischen Modellen, sondern auch von jedem, wie auch immer zu verstehenden Funktionalismus. Die Bedeutung des Kiefers bei Cuvier beispielsweise ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Nahrungsaufnahme als ubiquitäre Lebensvoraussetzung, deshalb sind Organe des Metabolismus wichtiger als andere, und der Spezifik und Widerständigkeit der jeweiligen Nahrung. Nur so kann die Untersuchung von Kiefern relevant für eine taxonomische und später evolutionsbiologische Einteilung der Lebewesen werden. Im Gegensatz zu einer solchen Herangehensweise, die das Relationale als Funktionales in eine Beziehung zwischen einem Lebewesen und dem im Äußeren einfügt und damit gewissermaßen Zwecke unterstellt, sieht Haeckel in seinen für diese Denkbewegung zentralen Texten von jeder Funktion und schon von jeder Differenz ab, in der sich eine solche aufspannen könnte.
Er greift auf den Lebenszusammenhang zu, der hier als ubiquitäres Kontinuum zu denken sei und noch das Anorganische umfasse. Dieses Schema monistischen Denkens zeigt sich auch anderswo. Relationen der Distanz und Vermittlung werden nicht nur bei Haeckel in der Biologie, sondern etwa auch bei Paul von Lilienfeld in der Soziologie, bei Alfred Bisset in der Sprachphilosophie oder bei Oswald Spengler in der Geschichtsphilosophie durch Relationen ersetzt, die gerade jede Vorstellung einer Distanzierung und Distinktion hintanhalten, dennoch aber den Begriff der Relationalität beständig aufrufen. Martin Heidegger hat, etwas verspätet, nämlich erst 1923, dieses Denken bündig gefasst, als er konstatierte, dass sich in der ihm zeitgenössischen Wissenschaft und Philosophie das, Zitat, Relationale als solches vorschiebe und zum eigentlich Gegenständlichen werde. Kapp, um nach diesem kurzen Exkurs auf ihn zurückzukommen, übernimmt diesen zentralen Gedanken des Monismus schon auf den ersten Seiten seines Textes, etwa wenn er schreibt, sein des Menschen Zusammenhang mit dem Ganzen ist ein unlösbarer, keine Teilung zulassender. Die Technik vermittelt demnach nicht zwischen Getrenntem, sondern ist integraler Teil eines Ganzen und dieses Ganze meint durchaus nicht nur den Menschen. Das zeigt sich nicht nur in der erwähnten Abkehr von mechanistischen und dialektischen Denkfiguren, sondern auch in Kapps Umgang mit der rhetorischen Figur der Analogie, die, etwa in der bekannten Gleichsetzung von Telegrafenkabeln und Nerven, außer Kraft gesetzt wird. Zwischen einem Körper und dem, was nie von ihm getrennt war, sondern vielmehr aus ihm herauswächst, kann nicht einmal mehr eine Analogiebeziehung bestehen. Diese Herangehensweise passt übrigens gar nicht schlecht zu Kapps historischem Kontext und seiner konkreten Lebenssituation, die unwahrscheinlich rasche, im europäischen Kontext aber verspätete und als solche womöglich tatsächlich unausweichlich erscheinende Industrialisierung Preußens und späterhin des Deutschen Reiches, könnten die Ideen des Herauswachsens von Technik aus Natur mindestens ebenso begünstigt haben wie die von Harun May und Leander Scholz hervorgehobenen Erfahrungen des Exilanten, der sich zwischen 1849 und 1865 in Texas der Baumwollzucht widmete. Anders als etwa in Österreich-Ungarn haben die immensen und fortlaufenden Reparationszahlungen aus dem Krieg von 1870-71 dazu geführt, dass im Deutschen Reich die Produktion sogar noch in und nach der Börsenkrise von 1873 weiterhin gestiegen ist. Das Wachstum gerade der Industrieproduktion und mittelbar von Eisenbahn- und Telegrafennetzen, von Industriegebieten und Wohnsiedlungen muss den Zeitgenossen hier also tatsächlich als nachgerade unhintergehbare Entwicklung erschienen sein. Im Gegensatz zu Kapps Beharren auf der Frage nach dem Woher der Technik scheint man in der Zwischenkriegszeit, vor dem Hintergrund des durchtechnisierten Ersten Weltkriegs, in dem sich zumindest der gemeine Mensch vor allem als Spielball der Technik erfährt, direkt an dem interessiert zu sein, was durch Technik bedingt wird und weniger daran, woraus sie entsteht. An die Stelle einer naturförmigen Technik tritt eine naturformende. Und man muss nur Schilderungen der durch den Krieg so grundlegend umgepflügten Landschaften, etwa bei Huppern oder Verdun, lesen, um auch in dieser Theorie so etwas wie einen Zeitkern aufzufinden. Es sind nicht so sehr die Rollenverteilungen, die sich vor diesem Hintergrund ändern, sondern vielmehr die Richtung, in die gedacht wird. Descartes und Hegels, beziehungsweise nun vor allem Marx' Natur, werden abgelehnt, radikalen relationale Naturvorstellungen, nun eher diejenige Jakob von Uexküll's als die Haeckels, herangezogen. In dieser Hinsicht wäre also von einer gewissen Kontinuität zu sprechen. Anders als bei Kapp aber, und das wäre das neue Moment, werden die erstgenannten Naturvorstellungen nicht bloß durch die anderen verdrängt, sondern sie werden als Folgen der Technik verstanden. Ich will diese Figur kurz mit Blick auf die beiden Autoren auseinandersetzen, die sie meiner Meinung nach am deutlichsten ausgedrückt haben, Oswald Spengler und Martin Heidegger. Zunächst möchte ich aber kurz ein paar Worte über Uexküll verlieren, dessen Umweltkonzept in beiden Fällen eine Rolle spielt. Uexküll holt den Gedanken des gegebenen und geschlossenen Zusammenhangs, welchen der Monismus auf die gesamte Natur übertragen hatte, zunächst auf eine kleinere Ebene zurück. Das Ganze ist hier nicht mehr die schlechterdings allumfassende Natur, sondern die jeweilige, nach Leo Spitzer monadische Umwelt-Innenwelt-Kopplung. Individuum und Welt sind als je schon unlösbar Verbundene gedacht, als denkbare, alle denkbaren Wirk- und Merkverhältnisse und mit ihnen bereits, auch bei Uexküll, alle Technik, sind den Kopplungen immanent. Uexküll bezeichnet diese Kopplungen explizit als Blasen und Gefängnisse, hinzuzufügen wäre, dass sie Gefängnisse sind, deren Mauern unsichtbar bleiben, weil sie kein Außen besitzen. Der in diesem Modell ausgedrückte Biozentrismus, also Uexkülls Forderung, Biologie zunächst einmal aus der Sicht des jeweiligen Organismus, sozusagen aus dessen Innenwelt-Umwelt-Kopplung heraus zu betreiben,
ist insofern aporetisch, als ja auch der Mensch und näherhin Yüksküll selber nicht aus seiner Umwelt-Innenwelt-Kopplung heraus und schon gar nicht in eine andere hinein kann. Yüksküll begegnet diesem Problem mit dem Postulat einer übergeordneten Natur, in der all diese Kopplungen immer schon miteinander verknüpft wären und die sich in ihrem Auswuchs Mensch selbst betrachten würde. Man könnte also sagen, dass bei Yüksküll auch der Monismus Haeckels zurückkommt, oder genauer, dass dieser niemals weg, sondern vielmehr die Voraussetzung für dessen Umwelttheorie war. Und man kann sagen, dass hier auch die Idee natürlicher Selbstreflexion mitgegeben ist, die Karp 1877 entwickelt hatte. Spengler und noch deutlicher Heidegger lösen diese Aporie auf eine andere Weise. Sie wenden Yüksküls Biozentrismus in einen Anthropozentrismus um, der ganz wesentlich auf Technik rekurriert. Ganz in Einklang mit Yüksküll meint Spengler in Der Mensch und die Technik von 1930, dass Technik nicht als eine Form des Umgangs mit Natur begriffen werden kann, sondern diese, die eben kein Bereich oder eine Menge an Gegenständen, sondern ein Verhältnis sei, wesentlich angehört. Die von ihm als Lebenstaktik verstandene Technik hat bei Spengler nichts mehr mit der Erleichterung oder auch einer Erhaltung des Lebens zu tun, sondern ist schlicht das Leben selbst und wie dieses nicht nur zwecklos, sondern auch, so Spengler, ohne Ursache, selbstverständlich, wie alles in der Wirklichkeit. Die Form, in der eine solch basale Technik erscheint, ist bei Spengler, und das ist nachgerade typisch für rechtsgerichtete deutsche Autoren, die zu jener Zeit und unter dem Eindruck des verlorenen Ersten Weltkriegs über sie sprechen, die des Kampfmittels. Als solches bringe Technik allererst das noch von Descartes vorausgesetzte selbstmächtige Subjekt hervor, das sich die Natur und andere Organismen zum Objekt unterwirft und damit das Natürliche als abgegrenzte Sphäre schafft. Die Trennung von Subjekt und Objekt, Geist und Physis, ist demnach nicht mehr die Voraussetzung von Technik, indem sie technischer Vermittlung einerseits Raum gibt und sie andererseits allererst nötig macht, sondern ihre Folge. Nach dem Vorbild Yüksküls auf physiologische Charakteristika zurückgreifend, weist Spengler diese spezifische Form von Technik den Raubtieren zu, als deren höchste Form er den Menschen begreift. Zitat: Das Fixieren der nach vorn und parallel gerichteten Augen ist aber gleichbedeutend mit dem Entstehen der Welt als Bild. Das Weltbild ist die vom Auge beherrschte Umwelt. Zitat Ende. Unmöglich, hier nicht an Martin Heidegger und seinen Text »Die Zeit des Weltbilds« zu denken. Wie anhand der von Sidonie Kellerer nachgezeichneten Metamorphose zwischen der Veröffentlichung 1950 und dem unter dem Titel »Die Begründung des neuzeitlichen Weltbilds durch die Metaphysik« bereits 1938 gehaltenen Vortrag deutlich wird, stellt Heidegger die skizzierte Vergegenständlichung und die daraus ableitbare Nutzbarmachung von Natur zunächst ebenso affirmativ wie Spengler als eine Form von aggressiver Eroberung dar. Die Parallelen zu Spengler erschöpfen sich jedoch nicht in dem so gut zur offiziellen Nazi-Doktrin passenden aufflammenden Pathos des Kampfes, sondern umfassen auch die bei Spengler schon aufgewiesene Figur der Umkehrung. Diese Umkehrung ist hier, verkürzt gesagt, eine Anwendung von Lebensphilosophie unter dem Einbezug von Yüksküls Umweltkonzept. Schon im Kriegsnotsemester vom Sommer 1919 entwickelt Heidegger, wie Kellerer nachzeichnet, seine stark an Wilhelm Dilthey angelehnte Kritik an der Generalherrschaft des Theoretischen, welches darin bestünde, allgemeine Urteile zu formulieren, die auf der vorurteilshaften Differenzierung von Subjekt und Objekt beruhten. Das Voraussetzungslose aber wäre gerade in dem gemeinsamen Auftreten, in der je schon gegebenen Verknüpftheit dieser nur vermeintlichen Pole zu suchen. Und umgekehrt wäre die Differenzierung dieser Pole als Folge jener voraussetzungslosen Verknüpftheit anzusprechen. Auch hier hält sich Heidegger an ein von Dilthey und Paul Yorck von Wartenburg entwickeltes Modell, dessen Kernsatz schlicht lautet: Leben ist unteilbar und doch von Anfang an Teilung. Heidegger leitet aus solchen Überlegungen die Annahme ab, dass Theoretische und seine Aufspaltung des ursprünglichen Lebenszusammenhangs in Subjekt und Objekt sei gleichzeitig als ein Verfehlen des Lebens und als eine Form seines Vollzugs zu begreifen. Die einige Jahre später explizit werdende, intensive Beschäftigung mit Yüksküll verfestigt diese Figur. Immer wieder hebt Heidegger Yüksküls These einer vorgängigen Verbundenheit des Tieres mit seiner Umgebung hervor, die so gut zu dem Gedanken passt, das Leben zunächst als ein voraussetzungsloser, unmittelbar gegebener Bedeutungszusammenhang zu begreifen sei, aus dem sich sekundäre Unterscheidungen ableiten ließen. 1925 setzt Heidegger die so verstandene Umwelt explizit gegen die Natur Descartes, welche nach der nun schon bekannten Figur zunächst als nachträgliches Produkt des ursprünglich in der Welt stehenden Daseins bestimmt wird.
Heideggers späterer, epochemachender Versuch, im Wesen der Technik einen Modus der Entbergung zu sehen, wiederholt dieselbe Figur nun ein weiteres Mal. So liegt das Wesen der Technik darin, aus sich heraus die Kluft zwischen einem zweckgesetzenden Subjekt und einer objektivierten und so vor-, nutz- und bestellbaren Natur allererst zu eröffnen. Die Umkehrung, in der Technik nicht einer Dualität bzw. einem Antagonismus eingegliedert wird, deren einer Teil Natur heißt, sondern als selbst voraussetzungslose diesen Antagonismus und damit diese Natur allererst hervorbringt, erweist sich demnach als eine Variation derselben lebensphilosophischen und so passgenauen Yüksküls Umwelttheorie einlastenden Figur, die Heidegger bereits knapp vor dem Ersten Weltkrieg aufgegriffen hatte. Auch nach Heidegger enden die Rückgriffe auf das Lebendige nicht. Mit Blick auf das Denken des Dazwischen der neuen Kybernetik etwa versteht der begeisterte Yüksküll-Spengler und Kapleser Georges Canguilhem 1952 die Technik als universelles biologisches Phänomen. Seine Organologie ist der explizite Versuch, die Technikentwicklung als Verlängerung der natürlichen Entwicklung des Menschen zu begreifen. Canguilhems Schüler Gilbert Simondon erkennt 12 Jahre später gerade im Lebenden das Werden, das vermittelnd wirkt, und setzt mit Canguilhem voraus, dass die Biogenese die Technogenese erklären kann, beziehungsweise sich in dieser verlängert. Und Félix Guattari spricht 1992 von einer phylogenetischen Evolution des Maschinismus. Der springende Punkt hier liegt jedoch nicht in der biologisierenden Begrifflichkeit, zumal keiner der genannten Autoren die Technik einfach mit dem Lebendigen gleichgesetzt hat. Sie besteht vielmehr in der Weiterführung der Vorstellung, in der Technik eine Relatio in Natura vor sich zu haben. Nicht nur auch, sondern gerade die Technik erscheint als basales Verhältnis. Für eine solche Interpretation spricht ja schon die auf den ersten Blick vertragte Situation, dass einerseits zugestanden wird, dass im Rahmen der geforderten Ökologisierung mit dem Begriff der Natur auch die ihr gegenüberliegende Seite fällt, gleichzeitig aber die Rede von einer Medienökologie dadurch gerade nicht in Zweifel gezogen ist. Der Umstand, dass im Rahmen des eingangs erwähnten Kollektivkonzepts von Natur nicht nur die Natur, sondern auch die Gesellschaft und mithin auch die Technik als irgendwie abgrenzbarer Bereich hinfällig wird, hindert nicht an der Reformulierung der Akteur-Netzwerktheorie als Akteur-Medientheorie. Jean-Luc Nocy wiederum spricht ganz dezidiert davon, dass dort, wo von Natur keine Rede mehr sein könne, auch der Begriff der Technik seine Bedeutung verliere, geht aber dennoch davon aus, dass jede gut verstandene Ökologie nur eine Technologie sein kann. Und noch Mark Hansons Forderung, den Gegensatz zwischen eigenständigen und quasi autonomen Subjekten von klar unterschiedenen Medienobjekten fallen zu lassen, hat ihre Pointe nicht in der Abkehr von einem souveränen Subjekt und dem Hinweis auf dessen Formung durch Technik, die die Technik- und Medientheorie ja durchzieht und noch weit jenseits dieser Tradition prominente Fürsprecher findet, sondern überrascht vielmehr in seinem Absehen von konkreten technischen Einrichtungen und dem gleichzeitigen Festhalten im Begriff einer so grundständigen wie ubiquitären Medientechnik. Ich denke, dass hier keine Inkonsistenz vorliegt, sondern eine konsequente Fortsetzung der Tradition, die zu skizzieren ich versucht habe. Bleibt man etwa bei der Technikphilosophie Kapps oder Heideggers, die gerade die Technik als das grundlegende Verhältnis setzen, aus dem Selbstbewusstsein oder Entbergung und damit Welt und Ich, Natur und Gesellschaft allererst entstehen, muss jede Form einer allgemeinen Ökologie als Technik oder Medienökologie erscheinen. Die Ausstreichung des Naturbegriffs wäre vor diesem Hintergrund weniger als ein Bruch, denn allenfalls als Eskalationsstufe zu verstehen. Das eskalierende Moment scheint mir in dem Umstand zu liegen, dass die Ausstreichung der Natur hier eine radikalere Abkehr vom Menschen mitmeint als diejenige, welche schon bei Kapp oder Heidegger zu konstatieren sind. Das wichtigste Narrativ dieser mitunter auch explizit gegenüber früheren Technik- und Medientheorien vorgenommenen Absetzung ist ja gerade das Überkommen des Anthropozentrismus, und diese Absetzung ist nicht auf die Medienökologie beschränkt. Schon Kittler etwa führt ja gerade gegen McLuhan ins Feld, dass Medien nicht Erweiterungen, sondern zunächst Vorbedingungen und spätestens mit dem Aufkommen digitaler Medien Ersetzungen des Menschen darstellen. Wenn Kittler etwa sagt, Silicon is nature calculating itself, if you leave out the part of engineers who write little structures on silicon, you see one part of matter calculating the rest of the matter, dann nimmt er, im Gegensatz zu Kapp, aber auch zu Heidegger, durchaus an, dass man den Menschen tatsächlich weglassen könnte, insofern im totalen digitalen Medienverbund ja nicht nur Übertragung und Speicherung, sondern auch die Verarbeitung maschinisiert und damit, so könnte man angesichts der Begrifflichkeit sagen, die Kittler selbst aufruft, naturalisiert ist.
Vor diesem Hintergrund könnte man die Differenz zwischen den drei Figuren in der Art erkennen, wie das jeweils grundständige Technikverhältnis mit dem Menschen in Kontakt steht. So wäre etwa im Fall Kapps die menschliche Technik als notwendiger Durchgang begriffen, den die Natur nehmen muss, um sich selbst zu reflektieren. Man könnte das ein harmonisches Verhältnis nennen. Bei Spengler oder Heidegger würde dieses nahe Verhältnis im Kern unangetastet bleiben, insofern Technik eine menschliche Form der Lebenstaktik bzw. der Entbergung bleibt. Die Folgen dieser wären jedoch buchstäblich als eine Auseinandersetzung und damit als antagonistisches und mithin ins Agonale kippendes Verhältnis zu beschreiben. Und das Bestehen darauf, dass Medientechnik mit dem Menschen nichts mehr zu tun habe und gerade aufgrund dieser Autarkie als basale Relation anzusprechen wäre, würde eine Indifferenz zwischen den beiden Polen postulieren, die freilich den fortwährenden Einbezug bzw. die Formung des Menschen durch diese ihm völlig entzogene Medientechnik weniger ausschließt, als vielmehr verschärft. Die Reibungslosigkeit der referierten Rückgriffe auf Naturvorstellungen bzw. Konzepte des Lebens zeigen schon an, dass eine Medienwissenschaft, die gegen Naturalisierungen vorgeht, hier, also gleichsam in ihrem Rücken, ein Betätigungsfeld finden könnte. Eine solche Medienwissenschaft steht dabei aber gleichzeitig vor einer Barriere, insofern sie angesichts dieser Technik und Medientheorien eine Unhintergehbarkeit antrifft, die ihr bereits als Technik erscheint und demnach nur schwer durch einen Rückbezug auf ihre technische Bedingtheit aufgelöst werden kann. Dass es gegenwärtig wieder einigermaßen hoffähig wird, hier mit dem Kapitalismus eine andere Ebene einzuziehen, erscheint vor diesem Hintergrund einerseits als Folge einer Konsolidierung von Medienwissenschaft als Fach und dem damit zusammenhängenden Interesse einer Reflexion ihrer eigenen Geschichte und vor allem Theoriegeschichte, die eben, wie ich denke, spätestens an dem von mir umkreisten Punkt in andere methodologische Register wechseln muss. Andererseits, und hier nehme ich einen Gedanken auf, den Christian Voller und ich vor einiger Zeit in einem Aufsatz formuliert haben, aber vor allem er und weniger ich. Andererseits könnte man auch eine Entwicklung der Technik selbst für diese Bewegung mitverantwortlich machen, die gegenwärtig immer stärker nicht nur als kapitalistisch verwandte Technik, sondern als kapitalistisch durchformte Technik begegnet. Während schon ein Traktorenwerk zwar kapitalistische Arbeitsformen nicht nur den Arbeitenden aufnötigt, sondern die dahinterliegenden Verkehrsformen auch in seiner eigenen Gestalt verdeutlicht, gleichzeitig aber dennoch die Möglichkeit zu bieten scheint, auch ohne Ausbeutung betrieben zu werden, wäre eine solche Möglichkeit, den Bereichen digitaler Kommunikationstechnologie, in der technisierte Datenverarbeitung gleichzeitig ökonomische Datenverwertung bedeutet, nur schwer zuzugestehen. Die in der marxistischen Tradition implizierte Möglichkeit, die Rede von einer Technik als im starken Sinn basalen Relation aufzubrechen, indem man sie auf die offensichtlich gesellschaftliche Ökonomie zurückbezieht, scheint damit gerade in dem Moment ihre differenzierende und genau damit entnaturalisierende Kraft zu verlieren, indem sie die Umstände an Technik und Medientheorie nahelegen, die sie zuvor von Spengler und Heidegger bis McLuhan und Kittler mit dem Hinweis zurückgewiesen hatte, sie würde die Basalität der Technik nicht fassen können. Insofern dieses Attribut nun für die kapitalistische Ökonomie ebenso wie für die Technik zu gelten scheint, ist zwar der Weg für eine Zusammenführung der beiden Traditionen geebnet, die von mir skizzierte Fokussierung auf ein schlechterdings gegebenes Verhältnis aber deshalb noch nicht durchbrochen. Ich würde demgegenüber einerseits, gleichsam auf der empirischen Ebene, dafür plädieren, auf der Produziertheit dieser Techniken zu beharren, die ja immer noch in hinreichend anschaulicher Weise verdeutlicht, dass zwischen der ökonomischen Logik der Kapitalverwertung und ihrer Durchformung von Technik bestimmte Widerstände, seien es soziale oder materielle, liegen. Übrigens ist auch der Engineer, den Kittler im gegebenen Zitat zwischen das eine und das andere Silizium und damit zwischen zwei Naturen steckt, ein Agent der Produktion. Aber gerade als solcher tritt er bei Kittler eben eher in anekdotischer, denn in methodisch oder gar theoretisch grundlegender Rolle auf. Auf der methodischen Ebene wiederum wäre an der Absetzung von Technik und Ökonomie festzuhalten, und zwar gerade, um sie aufeinander beziehen zu können. Ich habe das in den kurzen Einschüben, die ich in den Vortrag geschmuggelt habe, versucht. Der Hinweis auf das Wirtschaftswachstum im Deutschen Reich zur Zeit Kapps trifft ja eine zunächst ökonomische Entwicklung, die bei Kapp als eine Theorie der Technik an sich und damit exakt in der von Marx beschriebenen Form der Verwechslung von Technik und Ökonomie von Gegebenem und gesellschaftlich Gemachten wiederkehrt. Auch die Idee einer Technik als Herrschaftsmittel bei Spengler und dem frühen Heidegger ist ja eine, die nicht durch Technik an sich, sondern durch den Ersten Weltkrieg und die Veränderungen der kapitalistischen Verwertungslogik bedingt ist, die, um hier noch einmal einen Gedanken Christian Vollers aus dem schon erwähnten Aufsatz aufzugreifen, zwar Wertverwertung bleibt,
nun aber, Zitat, in der direkten, technifizierten Gewaltausübung im Namen des Staates als in Wertsetzung schwer industriell produzierter Waren, Zitat Ende, auftritt. Und noch die jüngere Medientheorie könnte insofern auf solche Entwicklungen bezogen werden, als in der Absetzung einer basalen und atmosphärischen Medientechnik vom Menschen nicht nur eine technische Neuerung des 20. Jahrhunderts zu erkennen ist, nämlich die Möglichkeit maschinisierter Datenverarbeitung, sondern zumindest auch die Abkopplung einer Bedürfnisökonomie von nachvollziehbaren oder, wie die alte Nationalökonomie gesagt hätte, natürlichen Bedürfnissen und die daraus entstehende doppelte Möglichkeit, Bedürfnisse einerseits völlig ohne Mensch zu generieren, gerade damit aber nicht mehr nur am Menschen, sondern diesen selbst zu formen. Das zentrale Moment, das mit solchen Vorschlägen verbunden ist, liegt nicht darin, dem bekannten Vorwurf der Technikvergessenheit die ebenfalls ehrwürdige Replik der Ökonomievergessenheit folgen zu lassen. Damit wäre bloß ein Basisüberbaumodell durch ein anderes ersetzt. Sondern sie besteht in einer kleinen Verschiebung des Status des jeweils in Frage stehenden Verhältnisses. Kurzum in der Möglichkeit, nicht mehr vom schlechthin Gegebenen zu sprechen, sondern auch von den Aspekten, die seine Gemachtheit ausdrücken. Vielen Dank.